Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tropico 5 und das Ganze mit dem Balthasar N zusammen. Genau, und mit mir spielt der Eisreiter. Servus. Also, so haben wir es letztes Mal hinterlassen. Es ist geladen worden. Ja, es schaut ganz gut aus, nachdem wir letztes Mal das Speicherproblem hatten. Ich denke, das ist auch so weit in Ordnung. Ich habe schon bei mir geschaut, also ich habe diese drei Luxusvillen als letztes gebaut und ja, von mir aus können wir weiter fortfahren. Gucken, ne, dass wir das hinkriegen, genau. So, ich bin mal auf Stadt gegangen. Gleich ins Baumenü, genau. Ich habe schon sofort was ausgesucht. Gucken, dass ich das hinkriege. Das ist aber falsch. Was wollte ich denn machen? Ja genau, ich wollte erstmal Geld sammeln, weil ich bin nämlich schon wieder blank. Das soll ich machen. Oh, die ist ja gar nicht groß. Ich dachte, so eine Zuckerplantage müsste richtig groß sein. Oder geht die größer nur? Ah, die geht größer. Die haben sie alle gleich groß, die Plantagen. Mhm. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich überhaupt machen wollte. Ich weiß nämlich gar nichts mehr, was ich... Diese drei Villen wollte ich bauen. Das habe ich gemacht. Und sonst... Ah, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. So. So, passt. 5 Bürger dazu. Wunderbar. Mandat oben links, ne? ja, genau. Läuft noch. Bei mir läuft's auch noch. So. Da geht noch nix. Da auch nicht. Ich glaube, das können wir aber machen, das ist vielleicht nicht schlecht. Okay. Jemand hat mein Manuskript gestohlen und unter einem Pseudonym veröffentlicht. Okay. Eine autobiografische Erzählung von 2 Männern. Was hat er da gebaut? Gut, läuft. In spontaner Brillanz hat seine königliche, seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Oh, wieder schwierige Entscheidung, ne? Ja, ich habe so einen blöden Auftrag, Plantagen verbessern. Wo finde ich denn das? Ist das... Unter Forschung musst du dann, glaub ich, verbessern, ne? Nee... Forschung habe ich ja den Bereich schon erforscht, was da gibt. Okay. Das ist ja ziemlich am Anfang schon. Beschreibung. Ah, Verbesserung. Ah, das ist direkt auf der Plantage. Ach so, okay. Da ist so ein, wenn du auf der Plantage bist, angeklickt hast und in dem komischen Menü da auf der rechten Seite ist so eine Briefmarke mit so einem Pfeil nach oben und da ziehst du dann die Verbesserung. Ach so, okay. So, jetzt habe ich hier 4 Möglichkeiten. Schweizer Nummernkonto lockt. Jetzt ist das Fenster zugegangen. Gibt's doch gar nicht. Wie kriege ich das wieder? Ich habe nichts ausgewählt eigentlich. Jetzt sag nicht. Ja, normalerweise bleibt es so lange offen, bis es... Ja, habe ich auch gedacht. Na super, das hat ja wieder geklappt. Jetzt kommt schon die nächste. Das wird dasselbe sein wahrscheinlich, oder? Nee, das ist die Monatsverlängerung. Da habe ich was geliefert und da habe ich jetzt was gekriegt. Mhm. Nichts umsonst steht da jetzt. Ganz prächtig, alter Freund. Sie haben seiner Majestät Nahrung geliefert. Jetzt sollten Sie dafür kassieren. So, Forschung. Verfassen Sie die Verordnung, nichts ist umsonst. Wo mache ich das denn schon wieder? Diplomatie? Bei der Verfassung. Verordnung, oder? Ne? Nee. Verordnung? Ja, genau. Da ist bestimmt irgendwo versteckt. Da gibt es ja die verschiedenen. Am Anfang hast du, glaube ich, nur allgemein. Aha.
nix ist umsonst. Genau so ist es. Da läuft noch was. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ich wieder da dran komme. Aber wahrscheinlich hat er das irgendwie automatisch dann gemacht, ne? Das könnte auch sein, ne? Wir müssen sie uns mit Gewalt nehmen. Wir müssen unsere Soldaten trainieren, damit sie bereit sind. So, Geld bin ich jetzt erstmal sehr flüssig. Ja, habe ich einen fünfstelligen Bereich. Ja. Großartige Neuigkeiten. Oh, ein weggeklickt, der nächste kommt. Das gibt's doch gar nicht. Was denn? Ich krieg ein Bildschirm in der Hand. Ich kann nicht mehr spielen, weil ich lauter Ankündigungen habe. Oder ich lese zu langsam. Ja, dann, wir können auch notfalls auf Pause gehen, wenn es schnell geht. Nee, ist alles gut, ist alles gut. Nein, da brauchen wir nicht machen. Ja, das hört sich doch gut an. Das machen wir doch mal, oder? Ach, jetzt muss ich aufs Rathaus, hast du gesagt, ne? Und dann muss ich gucken, dass ich einen losschicke. Ja. Das kostet ein Tausender, glaube ich. So. So, was können wir denn noch bauen? Gut. Kurz mal über die Wirtschaft hier geguckt. Bevölkerung wächst. Beliebtheit sinkt. Nein, wächst auch. Ach, da kommen schon wieder Leute nach Tropico. Ich glaube, das ist nicht gut. Dann kommen so viele Wellblechhütten. Sehe ich schon wieder welche. Kack, da muss ich wieder Häuser bauen. Okay. Aber jetzt auf die Aufträge werden ein bisschen schwieriger im Moment bei mir. Ich soll die Arbeitszufriedenheit in die Höhe treiben. Okay. Ist nicht schlimm, wenn das bei dir schwer ist und bei mir leicht. Ja. Oh. Hier bin ich irgendwie falsch. Wie komme ich da raus? Arbeitsplätze. Da. Bei den Familienbildern habe ich immer noch diesen Grafikbug im Hintergrund. Mhm. So, das haben wir. Boah, da laufen ja richtig viele und wollen was entdecken. Okay. Gut. So, Handel ist immer noch nicht am Laufen. Das Schiff ist immer noch nicht geladen. Komisch, das, was ich da, ob ich da was richtig gemacht habe oder falsch, weiß ich auch nicht. Baumstämme. Dann muss ich mehr Wolle anbauen, dass das klappt. Probieren wir das doch mal aus, oder? Wir haben soeben herausgefunden. Okay. Irgendwie habe ich hier zu wenig Arbeitnehmer. Was ist denn los? Hm.
Musst du mehr Hütten bauen, dass mehr kommen können. Oder mehr Häuser, vielmehr nicht Hütten. Das wäre eine Möglichkeit, aber... So eine dumme Statistik gucken. Die war doch auch irgendwo hier versteckt worden. Das war doch... Ich habe nur 4 Arbeitslose. Du hast nie Statistik gefunden. Inforaster? Wenn du da bei den links, wo das Mandat ist, ist doch unten das Geld und in der Mitte ist da der Kopf mit der Einwohnerzahl. Und wenn du da draufklickst, bist du vor der Statistik drin. Okay. Du hast nur 4 Arbeitslose? Mhm. Oh mein, ich habe 8. Du hast nur einen Job verfügbar. Wahrscheinlich sind sie da nicht gebildet genug für, ne? Ah, da ist schon wieder was Neues. Die Gebildeten brauchst du am Anfang noch gar nicht. Das ist alles viel später. Unsere Armee mag zwar klein sein, doch in den Herzen unserer Soldaten brennt das Feuer der Revolution. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ja. Du weißt nicht, was du machen sollst. Ja, weil ich diese Arbeitszufriedenheit, ich muss auf 45 kommen, ich bin auf 42, ich weiß aber nicht, wie ich das die Arbeitszufriedenheit in die Höhe treibe. Weil es hieß in dem Auftrag, dass man Arbeitsplätze sorgen muss, aber wenn ich nur 4 Arbeitslose habe, was soll ich denn noch machen? Tja, gibt's da irgendwelche diplomatischen Dinge, die du da machen kannst? Nee, das ist ja hier für uns gegeneinander diese Verordnung. Gibt's da irgendwie eine Verordnung oder sowas? Hab ich schon geschaut, gerade eben, ist nix. Ist nix, ne? Sieht alles nicht so aus. Ich baue jetzt nur 2 Wohnhäuser oder so. Vielleicht baue ich noch einen Fischereihafen zu. Wenn ich ein Plätzchen hier finde, weil ich sehe gerade, dass es gar keinen geeigneten Platz hier gibt. Okay. Ah, da drüben. Nee, die will ich gar nicht bauen. Weg damit. So, dann muss dann an der Straße dran, ne? Ich saß neulich mit 3 anderen Wissenschaftlern zusammen und wollte eine Runde Skat spielen. Doch das... Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Oh, was wollen wir jetzt? Machen wir mal das.
Oh, nur noch ein Jahr und sechs Monate. Läuft das Spiel zu schnell? Kann das sein? Das ist dein Mandat, denk dran. Ja, ja, genau. Ich sag ja gerade, das läuft zu das schnell, das Spiel. Vom Vor aus kann man auch erkunden. Okay, das habe ich auch gewusst. Stimmt. Jetzt, wo ich drin bin. Was du sagst. Aber bringt es irgendwie auch jetzt gerade nicht. Ein Jahr, fünf Monate. Das ist nicht gut. Wo ist der nächste Auftrag, bitte? Das gestaltet sich ja richtig schwierig dann, oder wie sehe ich das? Hast du keine Aufträge mehr oder was? Doch, einer läuft noch mit Zucker exportieren und ich glaube, da gibt's ein halbes Jahr dazu dann. Okay. Ich hoffe, das klappt noch. Das wäre echt makaber. Das wäre natürlich der Bringer. Kaum gespielt, schon wieder verloren. Wir haben es speichern geschafft und verlieren dann so, ne? Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe jetzt in ein paar Produktionsstätten, beziehungsweise in zwei habe ich Manager vorhin eingestellt und ich glaube, die erhöhen die Arbeitszufriedenheit, so wie ich das verstanden habe. Ah, 12 Monate verlängert gerade. Ich habe die Aufgabe geschafft. Glück gehabt. Glück gehabt. Wir sind wieder bei 2 Jahre. Aber Aufgaben habe ich jetzt keine irgendwie. Auch doof. Was ist da jetzt passiert? Habe ich das jetzt geschafft mit dem Handel? Nee, das war ein anderer Handel. Super, ha? Das mit der Wolle klappt immer irgendwie noch nicht. Kriege ich einfach nicht los. Farm Lamas. Lamas bringen Wolle. Das ist doch alles richtig, oder? Ja, ich glaube, denk schon. Monatliche Produktion 264. Eigentlich müsste das klappen. Kann ich da irgendwo sehen, wie viel schon eingelagert ist oder sowas? Du musst mal aufs Gebäude klicken. Da siehst du, glaube ich, Import, Export oder irgendwas. Ist ja auch schön. Oder Vertrag 5 Jahre, 0 Monate verbleiben. Das heißt, ich habe das schon nicht geschafft, wa? Nee, dann hast du nicht geschafft. Schade, auch schön. Dann kann ich das abbrechen, denke ich mal, oder? Das wird ja doch normalerweise angezeigt, oder nicht? Bis jetzt ist es nicht da gekommen. Oder ich hab's nie mitgekriegt, das kann natürlich auch sein, ne? Ja, wenn unten Auftrag... da steht jetzt, Handel für Wolle wurde mit Schmugglern abgeschlossen. Ja, da kam das jetzt wohl, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich es nicht geschafft oder sowas. Ich kann jetzt aber auch nicht wirklich sehen. Hafenanlage ist jetzt aufgegangen. So, Wolle und ich Ausgang. Bin an einem Punkt, ich kann die Revolution erklären. Ich kann mich unabhängig machen. Okay, bringst du das? Das wird sich zeigen. Aber vorher sollte ich doch erstmal was bauen. Was die Zufriedenheit steigert, ne? Die Arbeitszufriedenheit geht einfach nicht hoch. Ich verstehe das nicht. Jetzt ist er wieder auf 43 um einen Punkt runtergegangen. Ne, die Bibliothek habe ich doch schon gebaut. Die steht doch da schon. Seine Majestät ist außer sich. Der König hat soeben erfahren, dass sie eine beträchtliche Armee aufbauen. Und das ohne einen Generalmajor. Ernennen sie einen auf der Stelle. Der Bau des Unterwasserpalastes seiner Majestät hat begonnen. Die Krone braucht tonnenweise Getreide, um dieses Großprojekt zu bezahlen.
Oh Mann, ey, der will so viel haben. Irgendwie komme ich nicht weiter mit dem Auftrag. Aha, wie kriege ich denn eine Getreidefarm, bitteschön? Es gibt noch Mais. Ach, das nennen die dann wahrscheinlich Getreide, oder? Das kann gut möglich sein. Weil Agrarressourcen, okay, das ist egal was, ne, dann wahrscheinlich. Erst stand da nur, beim Text stand halt nur Getreide dabei, ne? Dann gehe ich mal davon aus, dass das egal ist, wenn da jetzt Agrarressourcen steht. Ja. Ja, super, kann ich aber nirgendwo anpflanzen. Toll. Das war wieder ein Satz mit X, das war wohl nix. Vielleicht bauen sie es ja da hinten hin. Mal gucken, ob da, wenn ich da eine Straße hinweg, auch einer hinläuft. So, passt. Und wie läuft das so? Residente, wir haben eine bahnbrechende Na super. Ja, aber, Balthasar, ich glaube, wir sollten nochmal einen Versuch starten, das Spiel abzuspeichern. Weil ich glaube, wir sind von der Zeit her schon ziemlich lang unterwegs. Ja, 22 Minuten. Deswegen, da versuchen wir doch mal zu speichern, oder? Ja, ich versuche das gerade. Ne? Das Spiel läuft noch, ja? Dann probieren wir mal gerade aus. Ich kriege ein Ladebildschirm, das ist schon mal gut. Oder ein Speicherbildschirm vielleicht auch. Ich auch. Das heißt, es müsste geklappt haben, oder? Drücken wir mal Pause, gut. Okay, prima. Jo, dann würde ich sagen, soll's für die Runde wieder reichen. Genau. Bedanken wir uns. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.